Also zur Gedächtnisstütze. Normalerweise haben wir hier die vertikale Faust Fuchsohrposition. Normalerweise haben wir sehr lange eben die vertikale Position auch so gemacht. Das Problem dabei ist nur, dass wenn der andere mit dem Bonsai den Knochen nach vorne schiebt und ich meinen Knochen hier haben, haben wir hier diese Druckpunkte und das kann sehr schmerzhaft sein. So, um das zu vermeiden, drehe ich einfach den Arm ein bisschen mehr quasi von so, so nach da. Mache also den Wundern so. Deswegen erklärt man auch, warum man in vielen Bildern die Leute alle so machen. Ja, in den klassischen Schriften, in den klassischen Bildern, die man so von den Alten sieht. So, das heißt, ich habe hier diesen Impuls und im Moment, wo er schiebt, zum Beispiel, wo der Angriff kommt, hier hin zu mir, den Schritt machen, so dann gehe ich wieder in diese Vertikalposition hinein. Aber wie gesagt, beim Rollen ist das, wird man feststellen, deutlich angenehmer. Außerdem bringt es den Vorteil, dass der andere leichter hier dieses zu enge, was er macht, eben neutralisieren kann und ein bisschen weiter rausgeht. Also, das keep in mind.